Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum. Ich hoffe, man kann es nicht raushören, aber es ist leider dennoch wahr, ich bin relativ krank. Ja? Ich glaube, ich befinde mich so ganz, ganz leicht wieder auf dem Weg der Besserung, weil ich nicht mehr ganz so tot klinge wie vor 2 Tagen. Deswegen gab es auch vor 2 Tagen ein kürzeres Video. Aber nichtsdestoweniger bin ich immer noch nicht hundertprozentig fit und deswegen habe ich überlegt, was mache ich denn da? Und ja, mir kam so die Idee, ich kann ja mal wieder ein bisschen Commander Keen 4 Hard Pacifist spielen, aber ist irgendwie immer so ein bisschen so das Filler-Video, muss ich zugeben. Wenn ich für alles andere irgendwie Verzeihung, nicht fit genug bin oder zu müde, deswegen machen wir das so mit so einem kleinen Clou und vielleicht machen wir das in der Zukunft womöglich zu einem Format. Ihr könnt ja gerne hierfür Fragen stellen, ja, oder Themenvorschläge machen, denn ich werde ja so lange über ein Thema sprechen, bis ich sterbe, und dann wird das Thema abrupt beendet und ich spreche über ein komplett anderes Thema. Zukünftig könntet ihr darüber entscheiden, worüber ich so ein bisschen quatsche, also was euch so interessiert, ich weiß es ja nicht, also ich bin jetzt keine allzu große Persönlichkeit und ich nehme mich selbst auch nicht allzu wichtig, aber vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Frage oder das ein oder andere Thema, was ihr gerne kurz besprochen haben wollt. Ihr müsst natürlich gucken, dass es ein Thema ist, das relativ schnell besprochen werden kann, und ich würde mal sagen, wir beginnen mit etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, und zwar das dürft ihr euch übrigens jetzt immer mal wieder anhören, das kann ich leider nicht abstellen. Ich hoffe einfach mal, dass es slightly weniger wird. Und zwar, wir werden ein bisschen über das Schreiben sprechen. Und zwar natürlich, was bei mir so im Moment am Schreiben so los ist. Letzte Woche war ich ja im Urlaub, deswegen habe ich nicht geschrieben. Ja? Das ist tatsächlich dementsprechend ausgefallen. Ja, und die Woche ist Latein. Genau, diese Woche ist Latein. Diese Woche ist natürlich auch ein bisschen problematisch, weil krank und so. Das ist äußerst unschön. Aber was will man machen, kann man nicht ändern. Aber das Schreiben an sich und auch das Korrigieren, das gehört ja auch irgendwo dazu. Ja, weil ich ja das doch irgendwann mal vielleicht auch als ganze Reihe einem größeren Publikum zuteil werden lassen möchte, falls das überhaupt gerade ein richtiger Satz war. We will never know, oder maybe schon. Auf jeden Fall, das läuft ziemlich gut und das hingegen läuft nicht besonders gut. So, wir machen daraus ein Game Over Run. Das habe ich, glaube ich, am Anfang vergessen zu sagen. Und ja, ein neues Thema. Ich hoffe, ich finde das so schnell, wie ich hier sterbe. Das, hoppala. So, was kann man noch als Thema benutzen? Und zwar natürlich die Arbeit. Die war heute äußerst stressig und leider auch vereinzelt äußerst unschön. Aber das gehört wohl dazu. Das Ende war hingegen ganz okay. Ihr werdet niemals erfahren, warum es ganz okay war, aber nun denn. So, was ich im Moment so an Spielen spiele, das war ein krüppeliger Satz, entschuldigt dafür. Also, ich spiele ja nicht allzu viele verschiedene Spiele, muss ich zugeben. Ich bin irgendwie äußerst wählerisch und mit dem Alter werde ich irgendwie immer wählerischer. Das ist, ich würde nicht sagen schlecht, aber es hat wenige Vorteile, sage ich mal so. Dafür liebt man halt einige wenige Spiele umso mehr. Und das ist bei mir Stellaris, das spiele ich immer noch rauf und runter, wie schon vor einigen Jahren. Das ist halt ein Spiel, das kann ich immer spielen. Ich habe im Moment 2 Runden mit Freunden am Laufen. Und ich habe auch eine Solo-Runde. Ja, ich habe 3 Runden mit Freunden am Laufen. Ja, einmal mit den guten
Finn, den Flio, den sollte eigentlich jeder kennen, der mich etwas besser kennt. Ja. Das war ein sehr, sehr geiler Satz. Kann man auf jeden Fall so festhalten. Und ich spiele auch noch eine andere Runde mit besagten T-Flio und einem anderen guten Freund von mir. Und dann gibt es noch eine andere Runde, die ich mit einem Schulfreund zusammen habe. Ich spiele immer mal wieder. Aber ich bin halt berufstätig, er hat Schichtarbeit und das passt halt eher selten. Aber Stellaris ist wirklich so ein Spiel, das kann ich quasi immer spielen. Ja, auch wenn das Spiel immer mal wieder sehr, sehr anstrengend ist. So, das ist very bad. Oh mein Gott, das ist very, very bad. Äußerst very bad. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, der Bluebird ist eigentlich nicht Teil meines Plans. Okay, egal. So sieht das normalerweise auch während eines normalen Pacifist Runs nicht aus, aber egal. Aber was macht Stellaris eigentlich so gut, dass ich das bis heute spiele? Eventuell kann ich dazu mal so ein bisschen Insight geben. Man hat natürlich von meinen Podcasts so mitbekommen, ich liebe Sci-Fi, ich bin großer Fan der Science-Fiction. Auch in dem Zuge tatsächlich Star Wars und Star Trek. Beide Zukunftsvisionen haben so einen gewissen Reiz für mich. Und Stellaris vereint quasi alles davon. Es ist ein wunderbares Strategiespiel mit viel Tiefe. Hat allerdings auch Rollenspiel-Aspekte, sage ich mal. Also so ein paar Rollenspielelemente, die eher so gängig wären in einem Rollenspiel, und das ist verpackt in einer schönen Storyteller-Art, die mich persönlich als Spieler halt extrem anspricht. Also man kann einfach sagen, es ist ein wunderbares Spiel, unfassbar, unfassbar komplex, zumindest wenn man in die Tiefe geht. Oberflächlich ist es leider, ich meine, es ist ein bisschen weniger komplex, aber immer noch sehr komplex. Und ja, ich bin echt stolz auf jeden, der sich da so die Mühe macht, sich so ein bisschen reinzufuchsen, weil dazu gehört schon eine ganze Menge. Nice Dodge, Mann von Chicali Netzwerk. Ja, ich meine nicht das Auto, ich meine schon das Ausweichen, das war schon ziemlich smooth. So, genau, der Storyteller 3000 kann man tatsächlich sagen im Falle von Stellaris, weil es einfach ein super Spiel ist, und ich kann es tatsächlich jedem empfehlen, der sich für Strategiespiele begeistern kann. Ja, einfach nur wegen diesen Geschichten. Ja, die werden zwar nur mit ein paar Bildchen und ansonsten hauptsächlich Texte erklärt, aber das sind so viele tolle Verweise drin und das gesamte Konzept macht einfach so viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, da das immer mal wieder im Sale ist für so 10 €, macht man gar nichts damit falsch, sich das zu holen. Ja, man muss sich extrem reinfuchsen, und besonders für Leute, die jetzt nicht so viel Spiele in der Art spielen, die haben eher so ein bisschen das Trial-and-Error-Prinzip, weil sie müssen die ganzen Dinge erst einmal irgendwie lernen, verinnerlichen, und das ist alles andere als einfach. Ja. Und ja, was soll man noch großartig zu diesem wunderbaren Spiel sagen? Das gehört ja nicht mehr zu Stellaris dazu. Das Tolle ist, man kann ja seine eigene Spezies erstellen. Das ist wunderbar, weil das spricht mich als kreative Person halt sehr an. Wer hätte das gedacht? Ja, Möglichkeiten sind auch extrem viele gegeben. Mir fehlt vielleicht noch eine Option für
Energiewesen. Ja, allein weil Shikadi, ich meine, das ist ja quasi der Name von diesem Kanal, also Energiewesen. Ne? Paradox, falls ihr das hören solltet. Ja, hier, ich möchte Energiewesen. Einfach aus Prinzip, weil ich Energiewesen möchte. Ah, oh what, das war very bad. Es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Und das war ein richtig stronger Sprung. Ein Sprung, den ich oftmals im eigentlichen Run nicht hinkriege. Okay, das war nicht gut, aber naja, okay. Also ein Charaktereditor, also was heißt ein Charaktereditor, so ein Spezies-Editor fehlt meiner Meinung nach auch. Ah, man kann halt sein Reich erstellen, aber du kannst halt jetzt so optisch deine Spezies nicht großartig anpassen. Es gibt zwar durchaus unzählige Optionen, die du da wählen kannst, aber halt, ich will nicht sagen nicht genug, aber wenn man so wie ich schon über 2500 Spielstunden da reingesteckt hat, ist das, ja, sagen wir einfach mal, es ist irgendwann mal so, man hat die alle schon mal irgendwie gesehen und ja, man möchte dann halt doch so ein bisschen mehr Vielfalt. Ja, Stellaris ist, ja, ihr werdet niemals erfahren, wie dieser Satz weitergeht. Dann machen wir einfach weiter mit einem Thema, das mich auch so ein bisschen beschäftigt. Und zwar Marketing. Ja, also, nicht unbedingt generell, sondern es hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass ich versuche, auch ein bisschen selbst das, was ich an kreativer Arbeit leiste, der Welt näher zu bringen. Ja. Aber ja, Marketing ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man möchte, dass die Leute einen kennen. And that was very, very close. Wenn man hier nicht speichert, ist das äußerst knifflig. Und zum Marketing gehört für mich auch irgendwie so ein bisschen das Thema Buchmesse. Ah, weil das, ich hätte den Satz vielleicht vorbeenden sollen, aber ich glaube, jetzt kommt mir so die Phase, wo ich mich echt ranhalten muss mit meinen Themen. Und deswegen reden wir einfach mal ganz schnell über Essen. Also, vielleicht Lieblingsessen. Das werde ich häufiger mal gefragt. Was heißt häufiger? Ich war halt bei jemandem zum Besuch und wurde das gefragt. Und ich kann darauf keine feste Antwort geben. Ich meine, das haben viele sicherlich, und das war sehr, sehr dumm, so ein Lieblingsgericht. Und bei mir ist das irgendwie nicht vorhanden. Klar, ich habe so gewisse Präferenzen. Es gibt auch Dinge, die ich eher weniger mag. Ja, aber so ein wirkliches Leibgericht habe ich jetzt nicht. Ja, ich meine, ich mag so die Kombination aus Spinat, Kartoffeln und Fischstäbchen. Das liegt so ein bisschen daran, das habe ich als Kind immer mal wieder zu mir genommen. Eieieiei, was war das denn für ein Move? Aber hey, I did survive. Also ja, das esse ich. Das war dumm. Das war so dumm. Okay, ich habe überlebt. Das habe ich nicht verdient. Dafür sterbe ich. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber das war ein richtig stronger Versuch. So. Letztes Thema. Ja, also eventuell letztes Thema. Ich meine, okay, ich bin ein paar Drops entfernt von einem Leben. Von daher. Ja, wann gibt es den nächsten Stream? Den soll es ja eigentlich immer dienstags geben. Das hat zuletzt richtig gut funktioniert. Ich würde mal stark behaupten, den nächsten Stream gibt es, wenn ich Lust dazu habe. Ich weiß, das ist eine richtig gute Antwort. Stream ist für mich,
ich will nicht sagen zwangsläufig Arbeit, aber da ich das halt oftmals, naja, nach der Arbeit mache, ist das quasi Arbeit. Und das war's. Was für ein trauriges, trauriges Ende. Ja, aber abschließend kann wohl gesagt sein, ich werde bestimmt irgendwann mal wieder streamen. Ich wollte eigentlich auch regelmäßig streamen, aber so neben der Arbeit und man möchte ja auch noch für seine Freunde da sein und seine Familie ist es halt immer so ein bisschen schwierig. Aber hier, was haltet ihr von diesem, ich will es nicht Format nennen, weil offiziell ist es noch keins, aber beim nächsten Mal, wenn es mir wieder ein bisschen not so gut geht, sage ich mal, werde ich das auch mal wieder machen und vielleicht, wenn Interesse von euch besteht, könnt ihr mir in die Kommentare immer mal so eine Frage packen. Ja, und ich werde mir vielleicht dann auch noch die eine oder andere, eine eigene Frage dazu packen oder ein Thema. Und das kann man dann halt so ein bisschen abarbeiten. Ich muss zugeben, das war kurzweilig und spaßig, also für mich, ja, auch so ein bisschen mir auch so das Ziel zu setzen, weil ich habe immer so dieses Gefühl, das merkt man jetzt hier quasi beim, in Anführungszeichen, Outro, dass ich viel zu viel quatsche, ja, so viel quatsche, dass ich oftmals gar nicht dazu komme, über die Dinge zu reden, über die ich eigentlich reden möchte, ja, und deswegen ist das hier vielleicht gar nicht so schlecht, ja, weil mit 16 Minuten ist es ehrlich gesagt auch, ja, super zum Ansehen, dauert ja nicht lange, so ein Game Overrun und zwischendrin ein paar Fragen. Kann ganz nett sein. So, wenn ihr uns das nächste Mal hört, ist bereits wieder Wochenende. Ich hoffe, bis dahin bin ich wieder hundertprozentig fit, weil dann geht ein eigentliches Format weiter. Ja, und wer aufgepasst hat, der weiß auch, was kommen wird. Ansonsten lasst euch gerne überraschen. Und ich würde sagen, so wie immer, grüßt mir die Sonne und macht's gut.